Achtung, Achtung, jetzt, ja, und oh, bam! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen. Moment, da muss ich kurz nachhelfen. Und ja, so ist besser. Seid mir gegrüßt, holde Freunde der WoW-Szenerie, zu einer neuen Folge von World of Warcraft mit Malak, dem Furorkrieger. Hier direkt im Kunlei-Gipfel am Start steht er hier und wartet drauf, was als nächstes zu tun ist. Habe ich schon erwähnt, dass Episode 168, 186, 186, ganz wichtig. 186 ist, habe ich das erwähnt? Ich hoffe ja. Ich glaube. Keine Ahnung. Spurt nochmal zurück. Danke. Was darf ich. Achso, ja genau. Die Tiere. Also sämtliche Tiere, die hier rumgeistern. Ich muss näher ran. Die dürfen jetzt erlegt werden. Na, ne, jetzt. So, kommt schon mal 34 zustande, wunderbar. Ich glaube, mein Handy hat gerade eben noch geklingelt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Oh, schon erledigt, geil. So, komm mal her. Ich muss näher ran. Ich bin schon dran. Oh, war ja schon platt. Ey, die, also hier toben, ne, toben haut richtig rein. Holla, die Waldfee. So, der nächste, ein Stachelschwein. Und lass mich raten, das hängt ab von benötigt 2, versetzt euch in Wut und entfesselt im Verlauf von 2 Sekunden eine Reihe von 5 brutalen Hieben, die insgesamt 4.900 okay, braucht 85 Wut. Ja, das ist ziemlich viel, was der braucht, aber dafür haut er ordentlich rein. Also das muss ich ihm lassen. Der haut richtig rein. So, gleich mal den nächsten. Das ist zu weit entfernt. Mal hier. Sechs. 77. Ah, warte mal, ich reite mal ein bisschen durch die Gegend. So. Was haben wir denn noch Schönes hier? Da haben wir noch welche. Zählen die auch noch dazu? Nein, die zählen nicht dazu. Die ganzen Chars. Aber der hier zählt dazu. So, genau wie der da hinten. Ich hätte gerne noch so eine Meute von diesen Kodos, sag ich schon. Von diesen... Ja, Kodos. Gott. Da, genau, guck mal. Oh, perfekt. Komm, komm, komm. Oh, verdammt, vorbeigesprungen. Scheiße. Das war ja mega fett. Oh Gott, nee, komm, gleich der nächste hier, hopp. So, und du da hinten. Das sah ja geil aus. Hammer. So, 35, wunderbar. Die habe ich, alles klar. Jetzt brauche ich nur noch wenige. Und die habe ich hiermit eingesammelt. Perfekt. So, mal kurz die Webcam noch hochholen. Genau, da kann ich nämlich genau sehen, dass die Kamera auch noch läuft. So, die habe ich ja jetzt. Dahin. Genau, wir reiten hier einmal an der Ruhestätte vorbei. Und kümmern uns um die Terrakotta-Krieger, beziehungsweise Terrakotta-Wächter. Weil wir da oben nämlich auch noch den Seelenwächter haben. Seelenwecker haben. Seelenerwecker haben. Jetzt habe ich ihn. Die müssen wir ja auch noch zur Strecke bringen.
Deswegen laufe ich mal hier an den ganzen Wächtern und Kriegern vorbei. Die sind nämlich momentan noch gelb. Die springen ab und zu mal rot, rüber auf rot. Wenn sie sich dann bewegen und so. Aber wenn sie dann sich nicht bewegen, sind sie gelb. Das heißt, die kann man dann so stumpf angreifen. Ohne dass sie was tun. So. Das ist so weit entfernt. Mal betäuben. Draufhauen. 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 Nochmal draufhauen. Und komm, gib mir die 6. Gib mir. Dann halt so. Jetzt. Das war's schon. Und die 7. Nummer 7 und platt. Wunderbar. Warte, warte, warte. Ah, geil. So, und die 8. Bam, 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 bam und platt. Geile Scheiße, Mann. Wenn die jetzt hier alle noch rot auftauchen, dann habe ich ein Problem. Oh. So. Ah, damit hätten wir schon mal 5 von 14. Mensch, die 6. Meine Güte. Komisch, die wachen hier gar nicht auf. Die bleiben stumm stehen. Und früher war das immer so, glaube ich, dass sie dann auch wirklich, ja, mal so in Rot wechselten. So wie der eine gerade eben, der den Pfad noch raufkam. Aber hier ist gerade irgendwie Totenstille. Die stehen hier so stumm rum. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Na komm. Ich bin außer Reichweite. Das ist ja langweilig, wenn da keine Gegenwehr kommt. Mensch, da wird man ja alt und klapprig. Von 14. Ich hab's gleich. So, fertig. Ey, das war jetzt ja stumpf. Also, was ist das denn? Nichts passiert hier. Gut, dann nicht. Ah, kommt bestimmt noch oder so, weil ich bin echt der Meinung, dass sie das mal so echt, dass das mal so war, die wechselten dann immer so ab und zu mal in Rot und so. Handel interessieren? Was ist los? Sammelt 12 Relikte der Mogu. Ach, guck. Ach, guck, da haben wir es doch. Ah, super. Jetzt könnte ich die eigentlich nochmal umhauen. Aber ich glaube, ich sammle die erstmal nur so stumpf ein. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Hättest du mir das nicht vorher sagen können, dass du die ganzen Relikte hier haben willst? Ach nee, ich bin von der anderen Seite gekommen. Ich bin von da hinten gekommen. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gesehen habe. Darf ich hier nochmal rein? Traumhaft. So, wenn wir dann schon mal hier sind... Wir haben nämlich gleich 10 Minuten rum. Das ist gut, die Hälfte.
Gibt es... Warte... Ach, guck mal hier, das ist auch ein schönes Bild, oder? Einmal lächeln, bitte. Danke, sehr schön. Und ich habe so in der letzten Folge gevorahnt, dass es Regen geben wird bei mir hier zu Hause. Und es ist gerade Regen. Ich höre es von meinen Pilotenkopfhörern, weil die sind schallisoliert sozusagen. Du hörst quasi nichts, wenn du sie aufhast, was um dich herum passiert. Aber der Regen, der kommt gerade durch. Also jetzt nicht durch mein Fenster, aber durch die Kopfhörer. Heidi Witzka. So, drei Stück noch. Ja, haben wir nicht vor. Haben wir nicht vor. Haben wir damals gemacht, mehrmals, aber jetzt bist du sowieso out. Ne, deswegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles gut. Obwohl, ich glaube, der schreit nicht ohne Grund, weil wenn er schreit, wird er wirklich auch angegriffen von irgendwelchen Leuten. Witzigerweise, dass es wirklich noch Leute gibt, die ihn angreifen. Also, ist nämlich so ein riesiger Char, möchte ich sagen. Also so ein richtiges Ungestüm von Monster. Und es sieht schon sehr beeindruckend aus, aber ich weiß gerade nicht, wo er rumdümpelt. Naja, ist egal. Vielleicht wird uns mal früher oder später auf die, über den Weg laufen. Was ich zwar nicht glaube, aber... Ich habe mich ja schon des Öfteren getäuscht. Wäre nicht das erste Mal. Gut, dann können wir jetzt ja die Quests alle abgeben. Die haben wir nämlich soweit fertig. Und dann gucken wir mal, ob es neue Quests gibt. Eure Augen, ja, auf jeden Fall gibt es ja noch einen neuen Helm. Mal sehen, wie er aussieht. Nein. Was? Familie. Aha. Freunde. Zeit ist Geld. Ach, jetzt muss ich noch Gefangene befreien. So, besser geht nicht. Jawohl. Bleib sauber. Was hier? Okay. Verwendet die Sprengstofffässer im Streitlager Ordo, um den östlichen, südlichen und westlichen Bohrtürme zu zerstören. Bleib gut drauf. Die Bohrtürme. Ganz wichtig, Nico. Die. Für die Horde. So, Konzentration. Konzentration. Tatsächlich, Konzentration. Tötet die Glutrufer, den Glutrufer, den Pyromanten, den Feuersprecher und den Flammenwirker von Ordo. Egal was kommt. Okay. Jetzt haben wir schon zwei Quests, wo wir nach Ordo müssen. Ihr seht appetitlich aus. Könnten vielleicht sogar schon drei sein. Schnell und sauber. Immer schnell. So, haben wir sonst noch was? Nope. Okay, dann geht's jetzt los. So, mal sehen. Jupp, das sind drei Quests. Alles klar. Kann losgehen. Der Helm sieht geil aus, passt aber nicht zur Schulter, zu den Schulterstücken und so weiter und so fort. Das sieht von der Kombination her echt scheiße aus. Ach, naja gut, aber egal. Dann kriegt halt Manak jetzt auch für diese Folge ein neues Outfit, was das Thumbnail angeht. Deswegen wundert euch nicht, hey, wo hat er auf einmal den Helm her? Jetzt wisst ihr Bescheid. Den Helm hat er in dieser Folge gekriegt. Echt krank. So, wir sind da. Wir laufen erstmal hier stumpf ein bisschen durch. Weil wir nämlich hier rein müssen, zu dem. Das ist zu weit. So. Okay, der rennt wieder zurück. Das gefällt mir. Nummer 1 da hinten. Achso, das ist, sind die, okay, das sind die die Türme, die ich mit den Bomben da kaputt machen soll und so. Okay, dafür brauche ich jetzt erstmal die Bomben. Oh, hier ist eine Schriftrolle. Wenn man alle Schriftrollen in Pandaria gesammelt hat, kriegt man einen Erfolg. Das habe ich mal gemacht. Und warum? Weil mir langweilig war.
Klingt komisch, ist aber so. Die Fähigkeit rein. Na komm, wenn du schon da bist, komm mal runter hier. Darf ich noch mitmachen bei der Party? So. Einmal befreien, jawohl. Hier nochmal befreien. So, und hier gibt es auch irgendwo diese. Oh, hier ist noch einer. Gibt's hier irgendwo so ein Nest? Ach, ich bin ja im Nest. Der war auch wieder grottenschlecht, der Witz. Alter. Oh, nochmal drauf. So, hau nochmal drauf, alles gut. Jetzt eigentlich einfach nur so, ne? Hat's. Ne, das war zu weit weg. Okay. Das versuchen wir also gleich nochmal. Hau ab, Mann. So, komm her. Das ist so weit entfernt. Das hat was gebracht. Sehr gut. So, dann gleich mal den nächsten schnappen. Aufbocken. Ach, die brauchen wir sowieso. Das ist ja praktisch. So. Hier die auch nochmal befreien. 5, 6, 7. Ich mache gerade alles auf einmal. Das ist ein Fehler. Ich müsste so alles nacheinander abhaken, aber nicht gleichzeitig. Und hier den letzten. Gut. So, das hätten wir dann schon mal. Jetzt müssen wir hier noch ran. Legen. Fein. Bam.
Okay. Quest kann ich hier abgeben. Krieg auch gleich eine neue in die Hand gedrückt. Wunderbar. Sein Schutzschild ist ausgeschaltet. Kriegshetzer von Ordo. Gut. Ich brauche erstmal eine Bombe noch hier. Ein Fass. Explosives Fass. Dann gucken wir hier mal vorbei, während wir noch angegriffen werden. Alter, ey. Da taut rein. So. Schon mal aufsitzen. Kurz abwarten. Sehr gut. Hat geklappt. Dann reiten wir jetzt nochmal fix hoch zu dem Kriegshetzer. Machen ihn platt. Während wir hier noch kurz das Erz mitnehmen. Muss ich noch gucken. Warte mal, wie komme ich denn zu dem hin? Ach, oder ist das schon hier oben? Nee, ist schon hier oben. Ha, siehst du. Der ist nämlich in so einer Höhle drin. Genau, da ist er schon. Ich bin außer Reichweite. Hau ab, Totem. So, fertig. Gut. Wir reiten jetzt. Oh, hier gibt's noch was. Ein Erz, ein Erz, ein Erz. Sehr gut. Und jetzt reiten wir zurück. Haben nämlich hier die ganzen Quests abgearbeitet. Können wir jetzt zurückreiten. Mega fett. Haben wir hier Querfeld ein. Hier rüber, weil wir hier noch nicht hin müssen. Wir müssen hier generell nicht hin. Das hier ist ein Allianzlagebiet. Hier müssen wir nicht hin. Und hingen tatsächlich fest. Wahnsinn. So, und hier scheint jetzt offenbar eine Mordsparty zu stehen. Na gut, okay, nicht ganz. Die trainieren hier. Die armen Schweine. Okay, Quest abgeben. Was liegt an? Nicht viel. Bleibt sauber. Auf jeden Fall. So, und halt Nazgrim. Bleib mal hier. Halt. Nichts und niemand wird uns aufhalten. So, pass auf. Kriegst einmal den Hetzer hier. Was kriegen wir? Wir kriegen nur Bullshit. Dann nehmen wir den teuersten Bullshit. Unsere Befehle werden eingehalten. Und haben die Invasion beendet. Sehen unsere Feinde vor euch fliehen. Gut. Sprech mit Shadowmeister Chong am Shadowpan Rückzug im Feuerszweiggipfel. Fürchtet nichts. Hier haben wir noch eine Quest von Co. Ihr seid herzlich. Reist zum Gehöft Moschusprangke am Kunlai-Gipfel und sprecht dort mit Lau Moschusprangke. Dann haben wir hier noch eine Quest. Schon wieder von Kyrin. Sprecht mit leeren Sucher Cho im Einfass am Kunlai-Gipfel. Bringt mir etwas Leckeres mit. Okay, da haben wir es jetzt. Also, wir haben hier eine Quest zum Abgeben, da eine, die sowieso und da oben auch. Wisst ihr Bescheid, ne? Fürs nächste Mal. Also, wir reisen wohl hier hin. Hier gibt es zwar keinen Flugpunkt, aber das macht nichts, weil hier geht es nämlich dann sowieso noch weiter. Deswegen erstmal hier hin und dann dahin und dann dahin. Aber wahrscheinlich werden wir bis dahin schon Level 90 sein. Gucken wir einfach mal, wir werden es sehen, weil wir sind nämlich schon bei 83%. Bombenmäßig. Okay, so. Ich pflanze mich. Drücke Escape.
und sage Spiel verlassen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und schaut auch in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl.